Ist es von der Sunna, dass man nach dem Gebet über das Gesicht streicht? Ihr solltet wissen, es gibt in der Tat Überlieferungen, die besagen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam über das Gesicht gestrichen hat. Jede einzelne Überlieferung ist daif, ist nicht authentisch. Einige der Hadith-Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn Hajar al-Asqalani, hat gesagt, wenn man diese Überlieferung zusammentut, könnten sie die Stufe von Hassan erreichen. Aber wir sagen, jede Überlieferung ist was? Schwach. Und das ist das, was die meisten Gelehrten angenommen haben. Und deswegen unterlässt man das. Wallahu ta'ala ala wa. Aber wenn jemand sich jetzt über das Gesicht streicht, ja, das ist nicht, als ob er sagt, Allah ist überall. Verstehst du? Das eine hat mit Handlung zu tun, Ibadat, und das andere hat mit Aqidah und sonstigem zu tun.